Ja, liebe Happy Trailer Freunde, auch wenn Weihnachten näher rückt und wir dieses Jahr nicht, aber diese Woche die Stiefelchen voll bekommen, bereits übermorgen, müssen wir natürlich auch mal gucken, was es sonst noch mit der Route gibt. Und da haben wir natürlich einiges an Konjunkturdaten, nicht mehr so viel an Unternehmensdaten. Und wir fangen an mit morgen, dem 5. Dezember. Der 4. ist ja so gut wie vorbei. Mit den chinesischen Einkaufsmanager-Indizes in Dienstleistungen. Ihr wisst, China ist momentan ein bisschen schwierig mit der Konjunktur und auch mit Insolvenzen. Da gibt es eine ganze Menge, was sich verhaut. Deshalb sehr interessante chinesischen Daten diese Woche. Dann wird es morgen die Einkaufsmanager-Indizes auch noch von Deutschland um 10 geben und um 11 die aus der EU. Um 15:45 Uhr dann gibt es das ISM-Verbrauchervertrauen aus den USA. Und am 6. Dezember, da sind wir schon beim Nikolaus und beim Stiefelchen, da gibt es dann was von der deutschen Industrie, nämlich die Auftragseingänge. Der ADP-Beschäftigtenbericht ist der wichtigste um 14:15 Uhr. Ganz, ganz wichtig, wird sicherlich für Bewegung sorgen und natürlich auch die Lohnstückkosten um 14:30 Uhr, auch ganz wichtig, weil die US-Notenbank darauf schaut. Zinsentscheid aus Kanada habt ihr sicherlich schon mitbekommen, dass es den um 16 Uhr geben wird von unserer Live-Sendung heute Morgen. Und dann geht es am 7. nahtlos weiter mit der chinesischen Handelsbilanz um 0:50 Uhr. Da gibt es auch die japanischen Index, frühe Indikatoren, wichtig für den Yen, der ja gerade wieder am Erstarken ist. Und natürlich mit dem Blick auf eine mögliche Zinswende in Japan. Dann haben wir das europäische BIP um 11 Uhr am Donnerstag, die Erzeugung und Produktion des Gewerbe in Deutschland um 8 Uhr und nachmittags dann wie immer die ersten Anträge auf Arbeitslosenentwicklung 14:30 Uhr und die Lagerbestände im Großhandel. Und ganz wichtig natürlich die Arbeitsmarktdaten dann am Freitag, dem 8. Dezember und der Konsumklimaindex um 16 Uhr der Uni Michigan. Davor gibt es natürlich nochmal einiges aus Japan, BIP-Daten. Es gibt die Einkommen, der persönlichen Einkommen der Verbraucher und auch die Ausgaben, auch ganz wichtig im Blick natürlich auf die Zahlen einer Zinswende durch die japanische Notenbank, die ja noch nach den beiden Notenbanken aus Europa und der Federal Reserve Ende Dezember entscheiden wird. Gut, dann gibt es noch Daten natürlich aus den Unternehmen. Wir haben morgen NIO und AutoZone. MongoDB sagt mittlerweile sicherlich auch vielen was, ein sehr guter Wert in diesem Jahr und dürfte danach sicherlich für ein bisschen Interesse sorgen. C3AI am Mittwoch, dem 6. Dezember, ist auch sehr spannend. GameStop, wer erinnert sich nicht daran? Vielleicht bringen die ja mal wieder ein bisschen Action in den Markt, würde ja passen. 7. Dezember dann Dollar General und Siena vorbörslich und nachbörslich die beiden Hauptplayer Lululemon und Broadcom, ganz wichtig für die Nasdaq. Zu guter Letzt noch DocuSign. Diese drei Werte werden in der Nasdaq für Bewegung sorgen. Also ein bisschen ist noch was vor den Notenbanksitzungen in der nächsten Woche und dazu gibt es natürlich das nächste Update dann am nächsten Montag.